Herzlich willkommen zum Swiss Box Live Trading im DAX mit der Open Range Breakout. Wir handeln diese Open Range Breakout von 8 Uhr bis circa 9 Uhr. Kurz Morgen, es ist Mittwoch, der 11. Oktober, 8:52 Uhr. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren Ausbruch-Trade vor. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren DAX Trade. Wunderschönen guten Morgen zusammen aus Hamburg. Mein Name ist Carlos Martins. Es ist der 10.10.2018, 8:50 Uhr und wir bereiten uns auf unseren DAX Trade vor. Wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist 8:27 Uhr und wir bereiten uns heute Morgen auf unseren morgendlichen Trade vor. Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Mein Name ist Carlos Martins und wir hören uns live aus dem Traders Club Trading Raum. Sag einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Ja, es ist 8:32 Uhr. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor. Und für die YouTuber, warum ich heute Krawatte anhabe, das ist auch eine der vielen Macken, die ich habe. Ja, heute zur Feier des Stundes. Wir bereiten uns auf den tausendsten Handelstag jetzt vor mit Box Trading, was wir aufzeichnen für den Eröffnungstrade. Und hier wollen wir dann auch durchstarten. Und wir sind, wie immer, blicken wir einmal drauf. Wir haben ein Gap. Wir sind bei 13.456. Ich gehe jetzt erst einmal rein bei 15.400, würde dann switchen auf nachher, falls der Markt zur Eröffnung nach oben läuft, auf die 15.500. Wir gehen das Risiko ein, 0,007. Das ist das Risiko, was aktuell durch die Positionsgrößenberechnung gemacht werden. So, das heißt, wir gehen hier unten rein, platzieren schon mal die 0,07. Angepasstes Ziel auch an und wir bleiben in dem Chart und schauen uns gestern die Blue Boxen an, einmal eine 13er und dann in den Nachmittagsstunden waren einige kleine Boxen da. Ja, und auch hier nochmal das Regelwerk für diese blauen Boxen. Boxen auf eine Minute auf dem Minutenchart, wenn sie kleiner sind als 30, würden wir eine 5 Minuten identifizieren, die auch klein ist als 30, dann würden wir die natürlich auch sauber mit der Box traden. So, wir haben jetzt erstmal 15.407. Nächster Bereich sind die Vola-Boxen. Und hier gehe ich einmal auf dem 5-Minuten-Chart, wechsle. Und hier sehen wir gestern die erste Vola-Box hier reingelaufen. Wir haben dort einen Hedge-Auflösungstrade gemacht. Hier einmal reingelaufen, dort rausgetradet und wir sehen dieses Szenario 1, 2 hat sauber funktioniert. Am Nachmittag auch nochmal sauber hier reingelaufen. Also gestern waren die Vola-Boxen großartig. Wir schauen mal, wo kommt die Vola-Box im Forecast heute rein? 15.479. Was wir gelernt haben am Montag, bei der Markteröffnung, das hatten wir gestern auch im Coaching gesehen, wenn also die Vola-Box zur Markteröffnung direkt bei der sogenannten Eröffnungskerze erscheint, würde ich die Empfehlung geben, ja, so mache ich es letztendlich aus der Erfahrung jetzt schon am Montag, dass ich dort nicht erhöhtes Risiko trade, weil wir haben es gesehen, wenn der Kurs direkt bei diesem Eröffnungskurs ist, die grüne Box, dann kann es sein, durch diese impulsartige bei der Eröffnung dieser Volatilität, dass wir schnell in so eine, ja, Aufschaukelung kommen. Und wenn wir großes Risiko fahren, haben wir nach hinten heraus nicht so viel Luft. Ja, insofern, wenn wir uns das nochmal was anschauen, gestern, da war der Eröffnungskurs hier und er ist sauber dann mit, okay, 53 Sekunden. Jetzt bin ich gespannt, was wird der tausendste Trade? Wird es ein Blue Box Trade? Wird es vielleicht Big Number haben wir oben platziert. Vola Box kommt gleich ab 9 Uhr.
26. Fünfzehn, 14. 7, 5, 3 und los geht's. Papa war zu langsam. Die Wohlerbox ist kurz reingelaufen. Oben. Ich war zu langsam. Oh. Oh. Hey, was für ein tausendster Trick! Ich habe mich nicht mehr ausführen, dann die ersten Stunden.